So, Sportsfreund, heute machen wir keinen Rätselmarathon, sondern ein Rätselrennen. Wir testen heute nicht nur dein logisches Denken, sondern vor allem deine Reaktion. Denn du hast nur 5 Sekunden Zeit, um auf die richtige Antwort zu kommen. Am Ende des Rennens werden wir uns dein Ergebnis anschauen. Also merk dir, wie viele Rätsel du richtig beantwortet hast. Nummer 1. Es gibt 100 Bücher in einem Regal. Um 10 Bücher abzuzählen, brauchst du 10 Sekunden. Wie viel Zeit brauchst du für das Abzählen von 70 Büchern? Nur 30 Sekunden. Du zählst in dieser Zeit 30 Bücher und dann bleiben 70 Bücher übrig. Nummer 2. Du hast eine lange Linie gezogen. Wie kannst du sie länger machen, ohne sie zu berühren? Ziehe einfach eine zweite, kürzere Linie darunter, denn so ist die erste Linie länger als die zweite. Nummer 3. Ich existiere, bis du mich kennenlernst, aber wenn du mich kennst, verschwinde ich. Was bin ich? Ein Geheimnis. Nummer 4. Es existiert seit Millionen von Jahren, ist aber nie älter als einen Monat. Was ist es? Es ist der Mond am Himmel. Nummer 5. Ich habe 6 Gesichter und 21 Augen und trotzdem kann ich nichts sehen. Was bin ich? Ein Würfel. Ich bin ein Würfel. Nummer 6. Ein leerer Bus hält an einer Bushaltestelle. 15 Personen steigen ein. An der nächsten Haltestelle verlassen 10 Fahrgäste den Bus und 5 Personen weniger als an der ersten Haltestelle steigen ein. An der dritten Haltestelle verlassen 15 Personen den Bus. Wie viele Personen sind noch im Bus? Nur eine Person, nämlich der Fahrer. Nummer 7. Eine Mutter versprach ihrem Sohn, ihm 60 Euro pro Stunde zu zahlen, wenn er sich vor dem Essen 6 Sekunden lang die Hände wäscht. Aber als er es getan hatte und seine Mutter ihm das verdiente Geld gab, wurde der Junge sauer. Warum? Weil er nur 10 Cent bekommen hat. Nummer 8. Ich verbinde 2 Menschen, auch wenn ich nur einen berühre. Was bin ich? Ehering. Nummer 9. Ich bin mit einem Kopf drauf kleiner als ohne ihn. Was bin ich? Ein Kissen. Nummer 10. Er wird serviert, aber nie gegessen. Was ist das? Als Tennisspieler weißt du das bestimmt. Es ist der Tennisball. Nummer 11. Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort, aber jeder beantwortet sie anders. Welche Frage ist es? Es ist die Frage, wie lautet dein Name? Nummer 12. Du antwortest mir immer, obwohl ich dir nie eine Frage stelle. Was bin ich? Ein Telefon. Nummer 13. Wir sind Zwillinge. Wenn ich gehe, kommt meine Schwester zur Welt. Und wenn sie geht, bringt sie mich zur Welt. Was sind wir denn? Wir sind Tag und Nacht. Nummer 14. Wie wird aus 3 500? Entferne die Buchstaben Rei und es bleibt der Buchstabe D übrig. Das ist die römische Zahl für 500. Nummer 15. Ich kann groß sein und ich kann klein sein. Ich kann jede Form haben. Aber wenn du mich hast, behältst du mich nicht so, wie ich kam. Was bin ich? Ein Geschenk. Nummer 16. Ich habe viele Gesichter, Emotionen und Ausdrücke und ich bin normalerweise nur einen Fingertipp entfernt. Was bin ich? Ich bin ein Emoji.
Nummer 17. Was bekommst du, wenn du in Amerika 3 Blackberries und 4 Apples kaufst? Auf jeden Fall zu viele Handys für eine Person. Nummer 18. Welches Wort wird immer falsch gesagt, egal ob es ein Baby oder ein Professor sagt? Das Wort falsch natürlich. Nummer 19. Welches Wasser kannst du essen und kauen? Die Wassermelone. Nummer 20. Ich bewege mich viele Stunden vorwärts und werde nie müde, auch nicht am Ende des Tages. Und wieso nicht? Weil ich eine Uhr bin. Nummer 21. Was kann man hier rum, hier lang und hier rüber finden? Das Wort hier. Nummer 22. Arme Menschen haben es und reiche Menschen haben noch nie davon gehört. Wenn du es isst, stirbst du. Was ist das? Nichts. Nummer 23. Ich lebe nur, wenn es Licht gibt, aber sobald das Licht auf mich scheint, verschwinde ich. Was bin ich? Ein Schatten. Nummer 24. Es ist nicht lebendig, aber es wächst. Es hat keine Lungen, aber es braucht Luft. Was ist das? Es ist das Feuer. Nummer 25. Warum sind viele deutsche Flüsse reich? Weil sie eine Kies- und Schotterbank haben. Nummer 26. Du hast es in der Hand, aber es wächst kein Baum daraus. Und was ist es? Es ist die Handwurzel. Nummer 27. Warum ist der Mond wie ein Euro? Weil sowohl der Mond als auch ein Euro 4 Viertel haben. Nummer 28. Ich bin schwarz, wenn du mich kaufst, rot, wenn du mich benutzt und grau, wenn es Zeit wird, mich wegzuwerfen. Was bin ich? Holzkohle. 29. Stell dir vor, du läufst einen Marathon und kurz vor dem Ziel überholst du die Person, die als Zweite läuft. An welcher Stelle bist du jetzt? Auf Platz 2. Du warst zwar schneller als die zweite Person, aber nicht schneller als die erste. Nummer 30. Was ist dieser mysteriöse Gegenstand, den du in der linken Hand halten kannst, aber nie in der rechten? Deine rechte Hand. Nummer 31. Was ist das Wort mit 11 Buchstaben, das sich täglich mit 9 Buchstaben füllt? Der Briefkasten. Nummer 32. Hannas Geburtstag ist am 15. Januar, aber sie feiert ihn immer im Sommer. Wie kommt das? Hanna lebt in der südlichen Hemisphäre. Nummer 33. Was ist der Unterschied zwischen gestern und morgen? Heute. Nummer 34. Was kann verloren gehen, aber nie zurückgegeben werden? Das Leben. Nummer 35. Es hat Milliarden von Augen, lebt aber im Dunkeln. Es hat Millionen von Ohren, hat aber nur 4 Läppchen. Es hat keine Muskeln, beherrscht aber 2 Hemisphären. Was ist das? Es ist dein Gehirn. Dieses Organ hat unzählige Hör- und Sehnerven,
4 Hirnlappen und 2 Hemisphären. Nummer 36. Ein Mann fuhr einen schwarzen LKW mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Der Mond war nicht aufgegangen. Eine ältere Dame, ganz in Schwarz gekleidet, überquerte langsam die Straße. Dennoch gelang es dem Fahrer, rechtzeitig anzuhalten, damit sie die Straße sicher überqueren konnte. Wie konnte er sie sehen? Naja, es passierte eben an einem sonnigen Tag. Nummer 37. Ich kann dir wehtun, ohne mich zu bewegen. Ich kann dich verunsichern, ohne dich zu berühren. Ich bin die Wahrheit und die Lüge. Du kannst mich nicht nach meiner Länge beurteilen. Also, was bin ich? Ich bin ein Wort. Nummer 38. Du kannst es sehen, obwohl es nichts wiegt. Du machst es in einen Eimer und er wird leichter. Was ist es? Ein Loch. Nummer 39. Du misst seine Lebensdauer in Stunden und Minuten und es dient dir, indem es verschwindet. Es ist schnell, wenn es dünn ist und langsam, wenn es dick ist. Sein größter Feind ist der Wind. Je länger es lebt, desto kleiner wird es. Was ist es? Eine Kerze. Nummer 40. Welche Art von Hund beißt nie? Es ist ein Hotdog. Und den beißt du. Nummer 41. Mitten im Winter verirrst du dich im Wald, aber dann entdeckst du eine Hütte. Drinnen ist es dunkel und kalt. Auf dem Tisch steht eine Kerze und in der Ecke ein Holzofen. Du ziehst die Streichholzschachtel auf und darin ist nur noch ein Streichholz. Was solltest du zuerst anzünden? Das Streichholz natürlich. Aber sei vorsichtig, du hast ja nur einen Versuch. Nummer 42. Ich bin Vater und Mutter, auch wenn ich noch nie ein Kind geboren habe. Ich stehe fast nie still, aber ich laufe auch nicht weg. Was bin ich? Ich bin ein Baum. So, na, bist du noch da? Na dann Glückwunsch. Du hast es geschafft. Aber mal sehen, wie gut du es geschafft hast. Wenn du 3 bis 7 dieser harten Kopfnüsse geknackt hast, dann ist heute wahrscheinlich nicht dein Tag. Lass es für heute gut sein und üb morgen noch ein bisschen. Wenn du 8 bis 22 Mal richtig geantwortet hast, dann kannst du logisch denken. Aber wahrscheinlich waren 5 Sekündchen Bedenkzeit einfach ein bisschen zu kurz. Ich bin mir sicher, wenn du mehr Zeit zum Nachdenken gehabt hättest, dann hättest du es sicher besser gemacht. Hast du 23 bis 33 Rätsel richtig beantwortet, dann hast du ganz schön gute Arbeit geleistet. Diese Rätsel mögen kindisch und einfach aussehen, aber ich kann dir sagen, dass viele Erwachsene Stunden brauchen, um sie zu lösen. So, und wenn du 34 bis 42 Mal richtig geantwortet hast, bist du wohl ein Genie. Nur sehr wenige Menschen können diese kniffligen Rätsel in dieser kurzen Zeit richtig beantworten. Hey, wenn dir dieses Rätselrennen Spaß gemacht hat, dann gib uns gerne ein Like und teils mit deinen Freunden. Aber bleib noch dran, weil hier kommen noch andere Videos, die dich bestimmt interessieren werden. Klick einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.